Naja, es bringt. Die Frage, ob es sinnvoll ist, sind halt andere, weil anderen wird es halt. Weil ich glaube, viel wird er nicht machen, aber kommen wir lassen es erstmal. Aber viel wird er nicht machen, da es ja die mächtigste Familie ist. Wahrscheinlich genug Geld in die Scheißschule reinfließen lassen, deswegen macht er nichts. Sagt, was soll ich denn groß machen? Das sind die Breath Gods. Mann, die Breath Gods. Oh mein Gott, so viele Leute zum Reden hier draußen. Yeah! Wir werden ewig lange dran sitzen. Oh ne. Das ist immer noch der Amber? Rachel Amber. Ja, oh, immer noch Rachel Amber. Ich habe sie so gesehen, damit er sagt, hier, die hatte ich gesehen. I wonder what happened to her. Ja, das könnte gut möglich sein. Da ist Hayden. Ist sie zugedröhnt? Hallo, Ma'am? 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 Ist Hayden. There's Hayden in his Vortex Club Harem. He sure is living the dream. Aha, der Vortex Club Harem ist das. Er lebt den Traum quasi. Was für ein Traum. Mit zwei zugetrönten Eulen, die da auf der Wiese rumliegen. Wir probieren mal mit ihm zu reden. Hey Hayden. There she is. The Retro Selfie Master. That's me, alright. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not the most. Was ist denn eigentlich jetzt genau dieser schwule Vortex, der Vortex Club? What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. Okay. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. Okay, danke. Ich glaube nicht, dass man im Vortex Club wirklich gut umhängt, weil unsere Erzfeinde Victoria ist da auch. Das Club ist so der richtige Assi-Club, weil irgendwie sind da alle... Halt diese typischen halt Cheerleader, Footballer, Prolos sind halt drinne. Ich glaube nicht. Und ich glaube nicht, dass der Max da reinpasst. Passt. Die passt da nicht rein. Oder vielleicht besser, dass es da hocharbeitet und die anderen alle. Nee, ich glaube nicht, dass es reinpasst. Die kommt sie mit ihm zusammen dann. Nee, glaube ich nicht. I don't think so. I'm not Miss Party. That's because you haven't partied with us. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like. You know. Victoria. Ja, nee, wir passen da eh nicht rein. Wir sind eher so eine Auszeit dran. Fragen wir doch mal noch ein bisschen was über Rachel Amber. Die wird ja vermisst seit einiges. So, you knew Rachel Amber. I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Und ja, sie war verdammt heiß. Konnte Victoria eigentlich Rachel leiden? Wahrscheinlich nicht. Die kann, glaube ich, niemand leiden. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Aha. Wahnsinn, dass die Victoria so relativ gut leiden konnte, obwohl sie, wenn sie nicht... Was ist denn mit ihr passiert? Ich bin ja noch nicht lange hier. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Without a trace. Und was passiert mit Leuten, die ohne Spur verschwinden? Tod. Amerika. Nur im Amerika! Was ist das für eine Antwort? Was ist hier passiert? Das, was allen passiert, die ohne Spuren verschwinden. Da geht man immer davon aus, dass sie tot sind. Ja, warum? Du hast ja normal in Amerika, nach 24 Stunden gehst du eh davon aus, dass derjenige tot ist. Suchen sie eh nur noch eine Leiche. Nach 12. Ja, nach 3 12 Minuten. Nach 12 Minuten. Na, wenn es im Vorort passiert, ja. Oh, jetzt haben wir die Maus wieder aktiviert. Also Rachel war auch im Vortex Club. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Was kannst du mir denn über Nathan Prescott? Nathaniel Prescott. Prescott. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters.
sagen wir lieber Fernambo, wollen wir mal sagen, der wirkt ein bisschen ja, sehr. Ja, ich würde nichts nehmen, wenigstens ehrlich bleiben, wenn ich bei dem, was bringt das, wenn ich bei dem einschreibe. Ja, gut. Aber, ja, ne, ist voll der coole Typ. Aber dem vielleicht achten sie so drauf. Hm, genau. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet. Nochmal eine klare Einstellung oder so. Na gut, das weißt du ja nicht. Jo, let's talk later. Ja, aber vielleicht ist es auch normal. Ach so. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Da ist es die Vorhaben, ne? Hm. Schade, dass du nicht über so eine Olle drüber stolpern kannst, ey. Aber jetzt mal ganz objektiv betrachtet, ne? Das ist ja hier ein... Was für 12 ist, also so 18-Jährige, ne? Aber wenn ich immer hier so... Na gut, die hat ja wenigstens eine Brust, aber hier... Da ist nichts vorhanden. Es ist jetzt mal objektiv. Nicht irgendwie sexistisch gedacht, es ist einfach mal objektiv. Was macht Brooke da? Aha, die spielt irgendwas, ne? Mhm. Machst du auch Let's Plays bei YouTube? Wenn du Konkurrenz bist, muss ich dich leider jetzt umbringen. What the fuck, Alter? Ein Gremlin. Das ist ein Eichhörnchen, oder? Das ist ein Gremlin. Das ist ein Eichhörnchen. Oh, oh Warren. Wir warten erstmal, bis die Konversation zu Ende ist, bevor wir, glaube ich, weiterreden. Wie viel bist du denn jetzt? Ach ja, don't. Hi Max, Hast du bis jetzt immer nicht drauf geantwortet? Kannst du mir bitte mal meinen USB-Stick zurückgeben? Ich brauche mehr Informationen und Speicher. Hula! Wahrscheinlich ein anderes Wort halt für Hallo. Sophie, vielleicht ein Moin. Für amerikanische Verhältnisse. Moin! Ach ja, du bist ja der Max. Entschuldigung. Sorry, es wird spät. Verrückter Tag. I meet you in the lot. Was war ein Lot? Ein Lötkolben. Ach, Lottkolben, cool. Ja, gute Frage. Ich befrage einfach Google bei Sachen, die man nicht weiß. Lott. Nicht Lit, Lott, du dumme Sau. Lit, Lott. Lit, Fasssäule. Das Wort Lott ist klar. Alleinstehend. Erstmal, du hast ins Reck. Lot. Nein, ich meine eigentlich ein Lot in Englisch. Gib den ganzen Satz ein. Weil wenn du Lot nimmst, ist es viel. Na. Ich treffe dich im viel. Nee, ich möchte kein Lot. Nee, es reicht doch, wenn ich einfach Englisch eingebe. Dann kriegst du einfach nur... Kann doch einfach nur ein Ort sein. Ja, es ist auch ein Ort. Ich treffe dich im Lot. Das ist vielleicht auch ein Club oder so. Eine Abkürzung. Menge, Chart, Serie, Sendung, Post, Party, Waren, Lot, Bauplatz, Grundstück, Parzelle. Also... Er trifft die irgendwo dann. Meine Kamera wird fertig dann bereit sein für dich. Wir sehen uns dann. Ich hoffe doch mal. Ach stimmt, sonst hätten wir... Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Okay, dann haben wir unsere nächste Mission. Und haben 12 Seiten. Da kannst du noch 13 Folgen am Ende machen, dass du Episode dort gut noch vorliest. Wer ist David? Das ist Sicherheitsmann. Ach, ja, ich muss das. Das ergänzt nur in die Mütze nicht. Das sieht irgendwie klein noch redneckiger aus, muss ich sagen. Normal. Das ist Brooke. Brooke actually has a drone? Ja, die stellt gerade eine Drohne, ganz genau. Ich sehe keine Drohne, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ach, da! Da fliegt sie! Da! Vor allem, die guckt gar nicht richtig hin, ne? Ja, die macht sich über die Kamera. Oh geil, Brooke, lass mich auch mal fliegen, bitte. Ja, Brooke. Hi, Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone? Ja. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Bist du blöde, Alter? Vor allem, du hast eine Drohne. Oh, das, Eine Waffe? Hi, Brooke. Let me guess. You wanna fly my drone?
Ich würde sehr gerne mit der Drohne fliegen. I'd love to. I love planes and balloons. Das ist dasselbe, ja. This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy theories. Du kannst Zeit. This might be too complicated. Frau Meister, liege, vielleicht erklärt sich das dann. Ja. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Weiß eigentlich, müsste ich doch wissen jetzt. Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Ja. Please. Dann kann man es nicht hinkriegen. Ja, wir müssen noch warten. Das brauchst du später mal, wenn die... Das wird später sowieso irgendwie... Oh. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. Der hat den gleichen Rucksack, ne? Der ist im Team wahrscheinlich wieder. What a complicated name for such a tiny drone. Highfly B-400 Evolution! Wir dürfen es noch nicht benutzen. Es wäre ein bisschen übertrieben, wenn... Was soll man jetzt mit dir reden? Dann wissen wir eigentlich den genauen Namen. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Was soll man jetzt zurückspulen, übelst weit, bevor wir mit dir geredet haben? Haben wir jetzt schon mit dir geredet? Hi, Bro. Noch nicht. Let me guess. Komm jetzt mit der. Mit der übelsten. Ja! Das ist ja eine Highfly-Drohne! That looks like a Highfly drone. Model B400 EBO. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. Yeah, it's cool. A new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Ja, ich weiß. Here. Give the drone. Oh nö, geil, ich darf die Drohne fliegen. Okay. Nee, darf ich nicht. Ich darf halt zugucken. Du brauchst irgendwann mehr. Oder es ist so, oder es ist hier. Oder es hier um so eins von diesen versteckten Fotos zu finden, weil du kannst ja die Fotos oben sehen, wo man den ersten auf dem Tisch gemacht hat. Deswegen würde ich sagen, fliegen wir auf jeden Fall eine ganze Runde mit. Nicht, dass wir hier eine Runde über... Nee, eine Runde übersehen. Wir übersehen eine Runde. Hm, genau, wir übersehen ein Foto vielleicht. Hui. Wow. Ja, ich mach das Ding kaputt. Macht so. Wo? Ich weiß nicht schon drauf. Flipp die aus. Alter, es sind so viele zum Reden. Das wird krank, Alter. Das ist echt voll geschissen mit Leuten mit dem Reden und so. Gefällt mir irgendwie. Es ist voll geschissen, das mit Leuten zu reden. Go, Bigfoot, go, go. Ich glaube, jetzt haben wir die Runde geschafft, oder? Jetzt geht es bestimmt runter, oder? Nö, ja, ist viel zu, jetzt geht es, glaube ich, runter, oder? Ja, genau. Oder nicht? Nee, das ist was anderes. Ja. Gut, dann beenden wir das. Also gibt es doch keine Fotos. Ich hoffe mal, dass es da kein Foto gibt. Hm. Ich sag, vielleicht kommt es uns nochmal zugute, wenn wir eine Aktion brauchen oder so. Wird schon richtig sein, das Ding. Ja, können die auch. Traurige Frau. Traurige Frau. Traurige Frau. Traurige Frau. Traurige Frau. And this is where the otters perform their aquatic magic. Ach so. Da performen die Otters drin. Die Otter. Otter. Otter sind da drin. Ja, Otter sind da drin. Deswegen darf den Pluto keiner nutzen, weil die Otter sind geschützt. I'm so nice. Das Otter-Schwimmteam Tryout! Kannst du zum Erfolg schwimmen? Die Otter. Das ist ein sinnloser Spruch eigentlich. Ja. Ey, trete jetzt in eines der Top-Highschool-Schwimmteams der Nation ein. Ja, richtig. Weiß ich auch nicht irgendwie. Oh. They sure get a lot of mileage out of otter power. Alles gesichtslose Trullers. Blackwell Academy Otter Power. 2012er Schwimmteam ist das. Die sind aber im Kopf, du schämst dich eigentlich dafür, dass sie da sind. Was ist das für ein hässliches Graffiti? So, das ist ein Hai, ja, das ist ein Hai, der einen Otter frisst? Ja, wahrscheinlich sind die so Spaß. That's not nice. Poor little otter. Ja, es ist ein Otter. Was ist das? Zigaretten. Ja, gross. At least switch to E6. Das ist richtig räutig hier. Die,
Ja, nichts dagegen, um Rauch. Das stimmt, dass ich meine. Ja, und nichts dagegen, um Rauch. Aber man muss echt die Dinger, wenn die Leute nochmal wegwerfen und auf dem Fußboden, dann sind jetzt echt ein bisschen ruhig. Aber wenn man schon raucht, dann kann man zumindest sich die Arbeit machen und das mal in den Mülltonnen entsorgen. Weil hier wird es bestimmt doch irgendwo. Ja, hier vor allem, ja, hier ist ja. Oder ist es ein Schüler oder so? Ja, das sind bestimmt Schüler. Das sind die ganzen Otter bestimmt. Wissen Sie, sie machen ihn auf Sportler und dann. Stimmt ja, in Amerika darfst du bestimmt noch gar nicht rauchen. Du bist ja noch keine 18. Also du bist ja erst 18, da darfst du noch nichts. Oh, wir kommen, wir joggen den hier hinterher. Ach komm, red mal mit der Frau da, Herr Schwarzen oder so. Kannst du mit der sprechen? Natürlich. Das ist Mrs. Grant. Erstmal gucken wir uns an. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Was bist du für ein Lehrer? Hi, Miss Grant. Hallo. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Ja. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Mm-hmm. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Im Blick auf den Typen weiß ich nicht. Ja. Das ist verrückt. That's crazy. Weiß ich nicht. I get why schools should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. Yeah. It's a slippery slope. And it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Ja, aber die Pioniere, ne, die waren immer gegen Gewalt. Ja, aber ganz ehrlich, es ist wirklich verrückt, überall Kameras aufzuhängen, auch jetzt. Ja, wenn jeder zweite eine Waffe hat. Ja, aber auch ohne Nummer. Der eine ist schon tot, der andere, der plant schon was. Die Ureingeborenen? The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Was hat die das echt gefragt? Both cultures found a mutual symbiosis and God. Now before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Okay. Wir unterschreiben. Absolutely. I don't mind. Privatsphäre ist wichtig. Du wirst es dir noch wünschen, dann bestimmt wenn wir drin. I knew you were my favorite new student at Blackwell. Soweit denkt ihr nicht voraus. Natürlich will die Action. Natürlich hat das Konsequenz. Aber was du willst, ich würde schon sehen, ey, mit der Haferkläufer drin rumrennen. Oh Gott. Genau, wird erst eh zeigen, wenn man es nochmal ein zweites Mal, drittes Mal spielt, die Episode, inwiefern sich das extrem wirklich unterscheidet, solche Aktionen. Das ist jetzt ein Typ. Ach, das ist Even. Und ein Foto. Even. Even! I think his name is. Doesn't even matter. He always looks so. Ist das der oder was? Ja. Okay, hallo, Eva. Guck lieber erst in sein Foto. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous fallen soldier? Oh. Oh. Warte mal. Ist das Y? Ah, ist es nicht. X? Robert Carver? Wir nehmen mal Eugene Smith einfach. Ja. Eugene Smith? Gotta be Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images. But you should know the difference. Good try. Wrong answer. Schade, ich hätte gedacht, das war... Ach nee, Quatsch. Das war doch im Ersten Weltkrieg. I'd love to see his photos in there. Ich spring einfach mal zurück. Was passiert, wenn wir das richtig machen? Fotoalbum? Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Der wirkt wie ein Überpro. Hey Evan, mind if I check out your portfolio? Ich kann dir sagen, ich habe keinerlei Ahnung, wer es eigentlich für ein Film sein könnte. You have to answer a simple question. Who photographed the famous fallen soldier? Einer von den zwei Robots, 100 pro. Ich probier's mal mit Robert Capa. Wir können ja das Zeit zurückdrehen. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about the photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. Mm-hmm. I'd be honored, sir. Oh, ist doch nämlich reingucken. Schön. Zum Glück haben wir die Zeit zurückgedreht. Aha. Rachel.
Na gut, ich meine, es ist klar, dass viele die fotografiert haben, wahrscheinlich, wenn sie so geliebt waren. Mhm. Und keiner von uns ist abgleich. So, und sieht aus, als wäre so übelst fertig nach einer übelsten durchzechten Nacht. Ja, sowieso die Fotos sind irgendwie, ne? Ich weiß nicht. Jetzt sind es ja immer, hier sind ja alles so. Ja, können. Finde ich aber irgendwie scheiße in dem Spiel. Die hätten richtig gut sein müssen. Mhm. I need to go there and grab Warren's flash drive. Das war halt eine kleine Kritik, die ich mal hab, ne? Ja. Ja, für sich ein gutes Spiel, aber mit den Fotos hätten sie echt mal. Clever. Wer ist das auch? Luke, ich bin nicht dein Vater.